So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play. Edna bricht aus, oder zumindest versucht sie es. Weil sehr weit sind wir nicht gekommen. Tür? Keine Tür? Tür? Noch eine Tür. Wir nehmen mal die Tür. Ah! Ein Überwachungsraum. Hallo Prinzessin! Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Da ist er. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis... Ja. Man könnte... Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Mhm. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde.
Also müssen wir in den Keller. Wie komme ich an Ton? Ach so. Gute, das ist damit, aber auf einer... Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Mhm. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Hm? Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. So, kriegen wir die auf. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Mülleimer. Leer. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Ich habe nur wichtige Sachen. Der würde mich nur behindern. Alarmknopf. Kalender. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harv. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au. Harvey, benimm dich. So, und hier gab es früher mal einen Bug, deswegen speichern wir jetzt mal an der Stelle ab. Wenn wir nämlich den Lichtschalter betrachtet haben, ist früher das Spiel abgeschmiert. Er frisst nur Strom. Davon aber reichlich. Oh, sie haben es gefixt. Das ist ja schön. Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Wollen wir mal draufdrücken. Guck mal hier, ein Alarmknopf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Hast du ein Glück. Was meinst du? Das ich dann. Ich mein... Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. So, na dann sind wir ja hier durch. So, dann gab's hier noch eine Tür. Ah. Lass mal Licht machen. So, Waschbecken, relativ uninteressant. Schlauch. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Pyromanin. Ich wollte nie Feuerwehrmann. Ich war immer... Sieh nur, Harvey. Eine Schlange. Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Ja. Sehr spannend. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Ja, mehr ist hier nicht. Da können wir nichts machen. Also wieder raus. Moment.
So, die Tür. Achso, das war das Zwischenliftsystem. Und die Tür geht nicht. Okay. Da hinten ist der Schlafsaal. Also nochmal zurück hierhin. Und los geht's. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Ihr Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Ja, hier müssen wir auch was machen, aber es geht noch nicht. Hallo da drüben. Oh, eine... Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie das die... Oh. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, doch, ein paar Kleinigkeiten können wir hier noch machen auf der Seite. Und zwar, wenn wir Droggelbecher unsere Polizeimarke zeigen, dann haut der ab. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Ätna. Droggelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Droggelbecher. Und ob? Kann ich dann jetzt zum König? Droggelbecher. Cool! Ich meine, danke. So, so, meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest, dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft,
meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Troggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Ein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll, ich warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und ob. Frag mich was. Werden Menschen auf dem Mars landen? Ein klares Nein. Was? Einfach nur nein? Genau. Nein. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein. Du bist es nicht. Verdammt. Ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Was wirfst du als nächstes? Oh. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist, mein sehr junger Padawan. Ich sehe, einen weiten Weg du noch vor dir hast. Ich sehe, Schmerz und Trauer und... Huch, was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein, der Arme. Suche Walter noch einmal. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher! Und nicht nur das! Wieso? Was denn noch? Ja! Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Ach so. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Oh. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Ist nicht normalerweise andersrum? Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron?
Kopf oder Zahl. So, es ist, glaube ich, ziemlich wurscht, was wir hier nehmen. Zahl. Kopf. Ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich will es noch einmal versuchen. So sei. Kopf. Zahl. Tja, hast du. Naja, also ist egal, was wir hier nehmen. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. So, mehr können wir nicht machen. Wir können ja mal mit ihm hier quatschen. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Sprechen wir über was anderes. Nee, den Kleiderbügel noch nicht. Wir haben noch nicht alles. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf deinen Und zwar, ich will noch mal probieren. Hier nochmal durchkommen. Muss da nochmal in den Flur kommen können hier. Hier, ne? Nein. Nee. Zugkontrolle? Ich muss Ihren Kleiderbügel konfiszieren. Das ist leider unmöglich. Ich hänge zu sehr an ihm. Ihr hängt ständig zusammen rum, hm? Wir trennen uns nur zum Waschen. Da kommt der nächste Ausgang. Genau, jetzt sind wir hier. Ich speichere mal nochmal. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. So, kommen wir hier runter? Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Mist. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. Thank you.
Scheiße, ey, man kommt nicht mehr zurück in die Küche? Wir brauchen nämlich noch was aus der den Flur, weil da war nämlich noch die Küche hinter. Wir brauchen noch was aus der Küche. Aber ich dussel hab die falsche Tür am Anfang angeklickt. Shit. Na, vielleicht kommen und wir über los Trick. Geht's. Vielleicht kommen wir über Trick 17 hin. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich hab noch... Schieß. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir... Ich muss lang... Pass auf... Okay, dann geben wir ihm den mal. Nein. Komm hier. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja, schauen wir im nächsten Video, ob ich es irgendwie lösen kann. Also, bis gleich. Tschüss.